Ja, hallo, herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ich muss erstmal persönlich was loswerden. Ich bin ja total überwältigt. Der eine wird jetzt vielleicht schmunzeln, ich nicht. Wenn ich da daran denke, dass ich vor einem Monat damit mal angefangen habe, hier Bilder von meiner Arbeit, von meiner Tätigkeit draufzubringen oder vielmehr Videos. Obwohl ich eigentlich geplant hatte, hier mehr den Ausbau meines Murals im Video zu festzuhalten und den Leuten rüberzubringen, wie ich daraus mal ein Reisemobil machen werde. Und ich das dann gewandelt habe als, ich sag mal, Winterpause, weil da läuft im Moment ja nicht viel beim Ural. Und ich gedacht habe, na gut, dann machst du eben mal ein paar Videos über deine Arbeit. Und da kam gerade die Tour mit Schweden. Von Spanien ganz recht. Da habe ich so geahnt, naja, vielleicht wird das ja den einen oder anderen interessieren. Und mittlerweile muss ich feststellen, sind in einem Monat aus 45 Abonnenten 170 geworden. Danke dafür. Das zeigt mir, dass doch einige Leute ein kleines Interesse daran haben, so einen Einblick haben zu wollen, was man so als Tätigkeit macht oder wie der Beruf vielleicht in meiner Sparte ist. Und mich da doch so einige Leute dabei begleiten, das finde ich echt klasse, echt spitze. Ich hätte mit so viel Resonanz tatsächlich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, und bin deshalb total überwältigt. Ja, so, nun kommen wir zum Eigentlichen. Wir haben Sonntag, mittlerweile mittags. Ja, wie ihr seht, ich stehe nicht auf der Autobahn. Das wird es bei mir auch nicht geben. Ich stehe einfach mal auf einem Parkplatz auf der Landstraße. Hier ist wenig Verkehr. Wir haben hier noch eine Stadt da unten, da könnte man hinlaufen, wenn man wollte. Heute ist das Wetter nicht so toll. Es regnet mal, dann ist mal wieder Sonne. Wir haben jetzt hier oben gerade wieder so eine kleine Lücke, blauen Himmel. Mal gucken, ob ich die reinbekomme. Ja, da oben. Und der Hintergrund, der ist dann schon wieder so, oh, grau. Naja, gut, ja, aber wie man sieht, ich stehe also nicht auf der Autobahn, sondern ich stehe ländlich. Warum mache ich das? Aus dem einfachen Grunde, ach, der Wind. Aus dem einfachen Grunde, ich möchte nicht auf der Autobahn stehen, denn mein Motto ist einerseits, oder mein Verstand sagt mir, da wo viele LKW stehen, da sind auch viele Verbrecher unterwegs, weil da eben viele Ladungen sind, die interessant sind. Nur wird man bei mir von den Containern vielleicht nichts abschrauben. Ja, unwahrscheinlich. Aber wenn du dann das ein oder andere Mal interessante Fahrzeuge drauf hast oder LKWs, wo man eventuell mal ein Rücklicht gebrauchen könnte oder vielleicht auch mal einen Scheinwerfer oder bei den Traktoren mal einen Oberlenker mitnehmen, es wurden schon Frontgewichte geklaut und all so ein Sheet. Deshalb ist das nicht meine Sache, wo ich jetzt sagen will, da möchte ich stehen. Außerdem spricht ja auch kaum einer Deutsch. Und des anderen bin ich auch nicht darüber begeistert, weil ich bin immer der Typ, der gerne viel unternimmt. Das heißt, bei so einem Wetter bin ich halt gerne mal wandern. Für 3, 4, 5 Stunden mal unterwegs in der Natur. Und ansonsten bin ich ja im Sommer viel mit meinem Mountainbike unterwegs. Und da bietet sich natürlich die Autobahn nicht an, weil du ja von den Raststätten oder Parkplätzen nicht wegkommst, nicht runterkommst. Und ehrlich gesagt, dort würde ich meinen LKW auch ungern stehen lassen. Deshalb bin ich immer weg. Also entweder hier wie hier auf Landstraßen oder eben in Gewerbegebieten, in Industriegebieten. Wenn ich dann in Frankreich bin, stehe ich auch oft alleine auf der Landstraße oder eben in kleinen Gewerbegebieten, die sie haben. Also egal in welchem Land ich immer bin, ich bin immer weg von der Masse, immer weg von der Autobahn. Immer gerne für mich alleine und bin damit die ganzen Jahre sehr gut gefahren oder Jahrzehnte. Und von daher wird das auch immer so bleiben, bis ich dann mal in Rente gehe. Vielleicht in 10 Jahren. Mal gucken, wie viel sie mir dann noch abziehen wollen, wenn ich dann überhaupt was bekomme. Ja, gestern noch von Chemnitz hier runtergedonnert. Ich bin jetzt circa, was sind das, vielleicht noch 20 Kilometer bis zur Grenze nach der Schweiz. Und werde dann morgen früh, ich sag mal so gegen 8 Uhr, mich mal langsam in Bewegung setzen, denn gestern Abend, als ich noch hier runtergefahren bin, habe ich schon auf der A81 gesehen, dass sämtliche Raststätten und Parkplätze komplett voll sind mit Lastzügen, die höchstwahrscheinlich in die Schweiz einreisen möchten oder aber im Transit durchfahren wollen. Und dann kann man sich leicht denken, da die beim Zoll nicht so schnell sind,
welche Staus wieder vor der Grenze sind. Gerade hier unten in Thayingen, wo ich gerne rüber möchte. Da stehen sie dann wieder bis hinterm Kreisverkehr auf die Autobahn hoch. Und ich muss meine Zeit nicht 2 Stunden lang im Stau verdödeln, wenn ich dann noch ein bisschen schlafen kann. Und ich mir sage, ach wisst ihr, macht ihr mal da unten. Ich bleib mal noch hier oben. Ich frühstücke immer noch in Ruhe. Und wenn ich 9 da bin, ist auch gut. Dann bin ich 10, wenn ich Glück habe, durch. Und lade trotzdem noch beide ab. Denn laden wird morgen sowieso nichts mehr. Das können wir schon mal haken. Das weiß ich jetzt schon. Ja, das war es heute vom Sonntag. Wie gesagt, recht herzlichen Dank, dass nochmal so viele meinen Kanal abonniert haben, womit ich echt nicht gerechnet habe. Da bin ich echt überwältigt. Und die Kommentare kommen auch so langsam. Da bin ich auch stolz drauf und freue mich drüber. Über jeden, der mal irgendwie was schreibt, sagt, fragt. Da versuche ich natürlich auch immer dann dementsprechend prompt zu antworten. Ne? Ich stehe die ganze Zeit vorm LKW, weil hier so ein Wind ist. Das ist der einzigste windgeschützte Ort hier. Sonst würdet ihr mich wahrscheinlich nicht verstehen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagnachmittag. Macht's gut und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Woche. Bis dann.